Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Serious Sam the Third Before the First Encounter. Technisch gesehen also the First Encounter. Clear it out. I'll come and get you. Roger that. Ihr werdet alle sterben, weil ist es so weit. Ich wollte sagen, Maus, lass mich jetzt nicht hängen. Guten Tag, Sir. Besichtigungsstunde ist von anders. Nachladen zuckt. Auf. Das ist, wenn man mit der Pistole nachladen muss und man macht dann den Kick. Dann macht er diesen Glitch. Buff, buff. Zeit euch alle zu buffen. Das war ekel. Ich wollte jetzt nicht unbedingt in euren Eingeweiden baden. Warum stehst du da? Warum du da und du hier? Loading. Ich muss sagen, in dem Spiel haben die diese Arschgeigen das erste Mal geschafft, weil ich wirklich richtig so, oh, bitte hört auf zu schreien. Geht mir irgendwann ziemlich auf den Bösen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt ein Wort ist. Und da, nachladen. Warum muss ich nachladen? Da passiert sowas, wenn man nachladen muss in solchen Spielen. Mann! Schwör's, da könnte ich jedes Mal so ausrasten. So, ich habe kein Sturmgewehr, ich habe kein gar nichts, nur Schrotflinte und Pistole. Und jetzt kommt der nächste Boss. Nachdem erstmal jetzt anscheinend hier noch so ein paar Kiers waren. Oh nein! Hallo, Mr. Sam! Ich bin's wieder. Clear. Ich hab Freunde mitgemacht. Blub. Sieh nicht so, oder lass den Kopf nicht in. Sie ist nicht so schwarz. Ich meine, ihr seid sowieso schon ausgestorben. Das ist ja eh schon kacke für euch, aber. Jetzt? Na komm, und. Hoi, Rika! Es gab mal so die wunderbare Zeit, da musste man vor Kiers aufpassen. Und die beste Waffe war die doppelläufige. Hopp. So, kommt jetzt der Boss. Der Boss. Hopp. Fast so, als wenn einzelne Kiers keine Bedrohung sind. Scheiße nochmal. Die Sache wäre wahrscheinlich bedrohlich, wenn man sagen würde, ja gut, die Kiers können einen... Oh Mann. Die Kiers könnten einem eine so mitgeben. Aber das können sie nicht, das ist es ja. Knochenbrecher. Pow! Team-Erfolge! Scheiß Hammer! Hammer ist keine Kettensäge! Ich will mal eine Kettensäge hier. Ich meine, fast alle Spiele, die irgendwie mit Kettensägen zu tun haben, haben meistens auch noch einen lustigeren Akzent zueinander. Zu dem Spieler. Für dieses Selbstironie. Ich weiß, das war irgendwie wie so ein Tanz der Teufel. Nur mit weniger Copyright-Infringements. Und mehr, weiß ich nicht. Bewährt mein ordentliches Tanz der Teufel Games. LZ's clear. Let's get the hell out of here. 10-4. Yeah, irgendein Military Techno Babble. Mein Gott, ein Biomech! Das ist übrigens die beste Bossmusik im ganzen Spiel. Holy crap!
auch wenn es nicht sinnvoll ist, so einen als Boss einzubauen. Das passiert übrigens dann, wenn man so tolle Sachen hat wie keine Gesundheit und darf ich die wieder bekämpfen. Wundervoll. Einfach wundervoll. Die zwei will ich noch mit dem Hammer smashen, damit ich mein Archivement bekomme. Yeah, Errungenschaft freigeschaltet. Damit ich endlich meine Gamescore-Punkte auf fucking Games with Wii, weiß ich nicht, Network Live haben kann. Gold, Premium, Deluxe, Platin-Mitgliedschaft. Shazam! Hey. Ja, Biomech. Ich weiß auch nicht, wie die sich da gedacht haben, den als Boss einzubauen. Ich meine, ich verstehe schon, so nach dem Motto, oh, das ist the first Encounter. Also before the first Encounter. Obwohl das Ganze nicht stimmt, denn es ist vor dem first Encounter. Und trotzdem weiß aber schon jeder, was alles ist. Also sprich, Sam weiß, welche Aliens sind. Und das bedeutet, er hatte vor dem First Encounter auch schon mal einen Encounter. Bringt uns zu dem Schluss, First Encounter ist auch nicht der First Encounter. Und der Before the First Encounter ist auch nicht der First Encounter. Das heißt, das nächste Spiel ist dann einfach Serious Sam 4 Before the Before First Encounter. Was dann eine ewige Schleife an Prequels auszulösen wird. Mein Gott. Ist doch jetzt in Ordnung. Fahr zur Hölle, Skelett. Jetzt darf ich ja gleich wieder die Zwischensequenz sehen. Aren't you adorable? Laufen! Holy crap! Holy shit! So. Heiliger Kuhmist! Besonders fair, kein Mehlfass. Laufen, laufen, laufen! Ich glaube, hier ist es schon fast plausibel, die Pistole zu nehmen. Laufen! Kein Gepäck. Schneller als der Wind! Toll, ich halte noch einen Treffer aus. Noch nicht mal einen Treffer. Laufen! Und laufen! High Speed! Ich weiß nicht, das macht den Bosskampf irgendwie ziemlich so. So nach dem Motto: Ah ja, guck mal, dass du so lange überlebst. Oder den irgendwie allgemein besiegen willst. Problem ist natürlich, wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt und der dementsprechend schwerer ist. Heilige Scheiße. Okay, das war knapp. Juhu. Laufe geschwind, Sam. Halb down. Das
Problem hätte ich natürlich nicht, hätte ich was anderes als eine scheiß Pistole. Shit. Er merkt sich, wo ich bin. Nino Likey. Weg hier. Wenn man wenigstens die Mühe gemacht, wie ich spawnen würde. Bunny Hop for the win. 18 Health Points. Laufen. High Speed. Lauf, Sandy, lauf! Oh shit, ich versuch's einfach mal mit der Shotgun. Da hört sich übel hinter mir an. Laufen! Wer ist, wenn er mich mal in Ruhe lässt, ho? Oh shit. Knapp. Zack. Hast geschafft. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Oh shit. Fast. Schafft. Fahr. Zur Hölle. Yes. Repeat, extraction has failed. The bird is down. God damn it. Okay, secure the crash site and save the pilot. Way ahead of you. Roger that. Keep me posted. Vor allem, warum wir sind dabei? Du bist alleine, mein Freund. Ganz allein. Wir haben keine von 16 Geheimnissen gefunden. Ihr habt das Level-Design gesehen. Wo soll ich denn jetzt wissen, dass da irgendwo ein Geheimnis war? Wirkt auf mich nicht plausibel. Naja, noch nicht mal Abschüsse. Aber ist auch kein Wunder, wenn die ganzen Dinger fehlen, da die Verstecke. Ah, toll, ein Gesundheit. Egal. Ich rechne ja schon mit dem Schlimmsten. Wow! Hatte ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Wieso zum Teufel kommen da zwei Gnas drüber gejumpt? Oh, thank you! Ja, auch das Sturmgewehr ist nachladen. Und es sieht natürlich nach bester COD-Manier aus. Großer Gott. Warum haben sie das Serious Sam abgetan? Aber das macht nichts. Wir haben trotzdem eine Aufgabe und dürfen immer jetzt durchladen, als würde ich hier freaking Half-Life spielen. Nur mit weniger Charme, weniger Gordon Freeman Theorien und Secrets und mehr One-Linering. Tolle Deckung. Respektable Deckung, Jungs. Da hinten. Stirb. Wow. Der Tod ist für euch alle reserviert. Ich weiß halt leider noch hauptsächlich, dass man halt auch echt wenig Sturmgewehr-Ammo kriegt. Ja. Statt groß mit Munition beschenkt, kriegst du kaum was und darfst dann gucken, wie du klarkommst. Tolle Shotgun.
Oh nein, ich höre das so an. Was ist dieser Bereich mit den Miniguns? Ich weiß zwar nicht, warum zum Teufel hier Miniguns überall hängen, aber sie tun's. Sturmgewehrpatrone. Ich weiß ja nicht, ob die Droprate für Munition hier extra so runtergeschraubt ist. Oder halt nicht. Warum ist das hier blockiert gewesen? Toll. Secret, was keins ist. So, darauf wollen wir achten. My favorite. Stellt sich dezent die Frage, warum zum Teufel verliert die Menschheit den Krieg? K5. Und zurück. Minigun an. So. Warum verliert die Menschheit? Ich gucke schon. Aber wir haben ein bisschen Sturmgewehr-Ammo hier gut rausgeholt. Finde ich jetzt nicht schlecht. Da kann ich gut mit leben. Das Problem ist, das war jetzt zu meinen Gunsten. Es gibt natürlich noch später welche, wo man langschleichen muss. So wie hier. Hier muss man durch, aber man kommt nicht durch. Also muss man gucken, ob man irgendwie hinten rumkommt. Oh nein, bitte nicht. Ein titanischer Gegner. Wahrlich. Das habe ich gesehen. Noch einer. So geht von bestimmten Gegnertypen überhaupt keine Gefahr mehr aus. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es wirkt aber, glaube ich, irgendwie so, dass ich die ganze Zeit über dieses Spiel am Meckern bin. Oh, bitte die titanische Arachniden Ausgeburt. Was weiß ich, was da egal. So, das war nur eine Deko-Kiste. Tada! Aber. Weil ja hier Survival und so wichtig ist und ich auch Ammo präservieren möchte, machen wir das nämlich mal kurz dann so. Ich möchte die Minigun mitnehmen, aber kann man ja nicht. Kann man erst später. Warum auch immer. So, die Sache ist safe. Gesagt. Da ist nichts drin. Hier liegt ein Helm. So, deaktiviert. Lalalala. Hey, du sollst ihn aufhalten, Minigun. Lässt es halt sein. Kommt davon, wenn man Systeme auf schlechtem Computerprogramm basieren lässt. Das ist nicht gut, wenn man das tut. Oh je, ich muss mal der Schellenpart werden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.